So, kleines Update von unserem Türbau. Wir haben uns eine Tür für unsere Hütte selbst gebaut. Ich hatte im ersten Video gezeigt, wie ich dafür aus der Natur die Äste gesammelt habe und mit der Machete und Gummihammer gespalten habe. Und im zweiten Video zur Tür hatte ich euch gezeigt, wie ich die Bretter hier gesägt und zusammengeschraubt, wie es alles entstanden ist, wie ich alles vorbereitet habe. Und jetzt im dritten Video zeige ich euch, wie wir diesen Riegel, also das selbstgebaute Schloss, uns ausgedacht haben. Eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Wir kommen hier ganz ohne Schlüssel aus, ohne Türklinke. Einfach nur mit einem Seilzug oben durchs Loch durchgebohrt. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt ziehe, ihr müsst euch vorstellen, dass es jetzt von drinnen ist. Wenn ich jetzt von draußen ziehe, dann hebt sich hier dieser Riegel nach oben. Dann kann ich die Tür aufmachen und dann lasse ich wieder drüben los. Und dann fällt der Riegel hier ins Schloss und kann nicht nach unten fallen. Und genauso, wenn ich wieder von draußen zumache, ziehe ich am Seil von der anderen Seite. Und dann passt es genau rein. Hier können wir uns nochmal angucken, wie der Mechanismus funktioniert. Natürlich ein bisschen Abstand sein, dass wir nicht zu viel Reibung haben. Einfach dort eine Mutter eingesetzt. Und hier vorne nochmal gekontert, dass es wirklich schön leichtgängig ist. Und hier können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen verbessern. Wir haben es mit einem geflochtenen Seil versuchen. Und vielleicht sogar mit einem Drahtseil, damit das Ganze hier oben nicht hängen bleibt. Vielleicht auch noch mal lackieren. Und was ich mir auch gedacht habe, ist noch ein kleiner Magnet-Geheimverschluss. Dazu aber mehr im nächsten Video. Ich habe ja schon alles vorbereitet, dass ich hier ja, diese Magneten und diese ganzen Scharniere hier noch einbauen möchte. Dass ich von außen dann dieses Brett hier noch aufklappen kann, um, falls das Seil mal klemmt, dass ich dann hier von außen durchgreifen kann und den Hebel per Hand dann hochheben kann. Jetzt zeige ich zum Schluss nochmal, wie diese Tür von vorne aussieht. Das ist jetzt mit einer Hand hier ein bisschen schwierig mit der Kamera. Die Tür ist sehr schwer mit den Eisenfüßen unten. Probieren wir es mal, ob wir die hier irgendwie bewegt bekommen. Der das Ganze nochmal von vorne sehen. Ja, sieht doch wunderschön aus, wie diese Äste hier aus der Natur einfach in der Hälfte gespalten und aneinander gepuzzelt. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ja, weil die Äste waren natürlich auch schief. Und da musste das alles angepasst werden. Mit der Axt, mit der Machete haben wir das Ganze gepuzzelt, abgeschnitzt. Und jetzt ergibt es diese schöne Wand von vorne. Und dann kann ich eben, wie gesagt, hier an diesem Seilzug ziehen und schon öffnet sich die Tür. Von der anderen Seite wird jetzt der Hebel hier wieder einrasten. Ja, ein ganz einfacher Mechanismus, ein selbstgebautes Schloss. Hier ziehe ich die Tür wieder ran und dann rastet er wieder ein. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das Ganze hier in unsere Naturbude einzubauen. So dass man von vorne dann wirklich nur noch diese Naturhölzer sieht. Und hier, wo ich jetzt schon angefangen habe anzusägen, da kommt dann noch der Magnetmechanismus rein. Und da schauen wir mal, wie es im nächsten Video weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns jetzt drauf. Bis bald.